Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Deutschland rüstet sich endlich wieder für den nächsten Krieg. 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sind wir wieder mit dabei. Noch nicht aufgefallen? Wenn der Fokus schreibt, stopp Putin, wenn unser Bundespräsident Gauck die Deutschen zu den Waffen ruft? Klasse, oder? Jetzt ist ja sogar Lucke schon mit dabei und verteidigt erstmal das Territorium der Türkei. Weil er sagte irgendwie, selbst wenn die Türkei angegriffen wird, müssen wir Deutsche natürlich mit dabei sein. Klar, warum auch nicht? Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun. Millionen schickt nun die Merkel in die Ukraine zum Wiederaufbau. Und dann gehen nochmal 25 Millionen nochmal dazu für ein Flüchtlingslager. Soweit, so gut, immerhin. Kann somit die deutsche Wirtschaft nach dem Krieg in, ups, nach dem Konflikt in der Ukraine die deutschen Firmen hinschicken und wieder aufbauen. Also Trümmerfrauen à la Ukraine aus Deutschland. Genug Rentner haben wir hier, genug Arbeitslose haben wir auch hier. Die müssen ja nicht mehr Flaschen sammeln, sondern können Steine sammeln. Clever gemacht, Frau Merkel. Aber davor muss natürlich auch die Bundeswehr rein in die Ukraine. Mit Waffen, die zwar nicht mehr funktionieren, weil wir selber kein Geld mehr haben, aber als EU- und NATO-Beistandsstaat, der alles nur immer abnickt, sind wir natürlich kräftig mit dabei. Werden wir machen. Mit wem? Weil die Bundeswehr hat ja nun mal Nachwuchssorgen, steht noch nicht ganz fest. Vielleicht können wir ja ein paar Bereicherer mit dazu packen, also in die Bundeswehr. Wäre sowieso nicht schlecht. Dann lernen die gleich mal, wie zum Beispiel ein G3 funktioniert und können dann bei der IS mal mitspielen. So ein bisschen. Also Hauptsache Leute umbringen. Für Allah, Volk und Vaterland. Oder irgendwie wird sich schon was einfallen lassen. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Die deutsche Presse unterstützt das ja. Deutsche an die Waffen, nur nicht für deutsche Interessen. Und schon gar nicht für den Frieden. Die Montagsdemos, also die neue Friedensbewegung in Deutschland, ist ja prinzipiell nur Neurechts und braune Kacke. So braun, dass jetzt so der Xavier Naidoo mit dabei war. Wortspiel, Ende. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen heute? Nicht viel, oder? Ach so, ja, Ela ist aus dem Promi Big Brother Haus ausgezogen. Davor hat sie sich ja selber ab und zu ausgezogen. Die Janina ist auch raus. Das war die, die ebenso ihre Silikonbrüste zeigen wollte. Apropos Brüste, da haben wir doch auch wieder was. Momentan ist ja absolut in sich mit Wasser zu begießen, wenn möglich mit Eiswasser, also heißt Wasser, wo drin auch Eisstücke drin sind. Bei manchen habe ich mir gewünscht, dass die Eisstücke etwas größer sind, auf dass der Kopf gleich war. Aber egal. Jetzt typisch deutsch natürlich, regen sich die ersten auf, dass doch die armen Leute in Afrika zum Beispiel kein Wasser haben. Von daher sollte man doch lieber spenden, ohne sich die Eiskübel-Challenge sich über den Kopf werfen zu lassen. Ob das natürlich etwas gegen die Wasserarmut tut und für mehr Hirn sorgt, bezweifle ich ganz stark. Erst dachte ich ja, ALS ist keine Krankheit, sondern diese Aktion der CDU. Aktion Linke stoppen. Hallo Herr Nickel übrigens. Stattdessen sind ja die Linken nun gar nicht mehr die Linken, habe ich heute erfahren, sondern die Linken sind ja die Rechtsnachfolger der PDS, wiederum die sind die Rechtsnachfolger der SED. Und das alles nur, damit sie einen Rechtsstreit gewinnen. Also sind sie jetzt doch wieder SED, Herr Gysi. Oder doch nicht. Also, oder nur so halb. Ich meine, wenn doch. Dann schließt sich ja der Kreis wieder. Dann kann jetzt auch die PDS, die Linke, wieder für den Krieg einstehen. Selbstschussanlagen wird die PDS-Linke ja noch irgendwo gebunkert haben. Und die könnte man dann wiederum an den AfD-Fuzzi Lucke, Doktor, Professor, abgeben. Wäre doch was. Und dann könnte man zum Beispiel um Israel oder um den Gazastreifen oder da komplett die DDR-Mauer wieder drumherum bauen. So hätten wir auch wieder ein Problem gelöst und das ganz ohne die Europäische Partei, die Partei. Also die Partei, die jetzt auch im Europäischen Parlament sitzt, aber nichts zu sagen hat. Nicht die NPD, sondern die Partei, die mit dem Sonneborn, die mit der Titanic. Sie wissen schon. Der hat jetzt nämlich auch gesagt, er würde ganz gerne die Gurkennorm für die Rundung, für die Krümmung
Nutzen für die Waffentechnologie in Europa. Endlich mal ein guter Vorschlag. Weil das mit der Mauer, das lösen wir ja nun mal anders, liebe Freunde der Partei, von die Partei. Das macht ja die andere Partei. Also die Partei hat immer recht, die Partei. Sie wissen schon, was ich meine. Ansonsten Waffen hoch und Frieden schaffen.